So, mal wieder ein fruchtiges Willkommen zurück zu Stardew Valley. So, letzte Folge hatten wir ja diese komische Minenfolge, wo wir echt irgendwie gar nichts gefunden haben. Das war echt ein totaler Reinfall. Und ich hoffe, in dieser Folge läuft das irgendwie besser, dass wir hier so ein paar mehr Sachen finden. Und wir haben schon wieder nirgendwo Platz in den Kisten. Wir müssen unbedingt noch eine Kiste herstellen. Dafür brauchen wir natürlich eine Axt, um Holz zu hacken. Und die Axt habe ich natürlich abgegeben. Die können wir aber, glaube ich, heute wieder abholen. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. So, aber erstmal die Farmarbeit. Ein bisschen Mayonnaise herstellen. Dann haben wir ganz viele Eisenbarren. Das können wir ja mal so machen, dass wir die Axt abholen und gleich das nächste Teil abgeben. Das ist, glaube ich, ganz cool. So, und ich nehme jetzt einfach mal eine Brombeere mit. Eine Kristallfrucht. Obwohl, das lassen wir noch. Das machen wir später. Die Zwergenschriftrolle brauchen wir, glaube ich, nicht. Mayonnaise, Quarz. Den Quarz können wir abgeben. Kupfer brauchen wir, glaube ich, nicht. Das können wir auch hier lassen. Den Löffel nehmen wir mit. Und jetzt heißt das natürlich erstmal noch hier zu Ende ernten. Aber ich glaube, das war es auch schon wieder. Dann natürlich, nein, keine Pepperoni essen. Hühner, 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 Hühner. So, Hühner. Ich weiß gar nicht, ob da jemals irgendwas rauskommt. Ich habe das Gefühl, nein. So, so. Und ein großes Ei. Das weiße große Ei haben wir sogar noch gar nicht verkauft. Das können wir gleich mal machen. Und ich schmeiße jetzt auch mal die Peperoni hier rein. So. Und ich glaube, den rostigen Löffel haben wir auch schon verkauft. Können wir weghauen. Die Winterwurzel haben wir, glaube ich, mittlerweile auch dreimal. Ja. Und die Mayonnaise natürlich, die können wir auch verkaufen. Ansonsten brauchen wir unbedingt hier mal ein bisschen Platz. Was habe ich denn in beide Sachen reingepackt? Irgendwas habe ich in beiden Kisten. Ich glaube, die Peperonis. Das ist, glaube ich, nicht so vorteilhaft. Genau, Peperoni sind hier. Und auch die Tomaten. Ansonsten. Ja. So, wir haben noch ein bisschen Schleim. Ein bisschen das. Ein bisschen. Den Rest brauchen wir noch. Habe ich keinen Müll mehr oder so? So, wir nehmen die Köder mit. Dann können wir nämlich hier. Oh. Wieder eine Schnecke. Die gibt gut Geld. Und gleich wieder Köder rein. Dann können wir auch gleich die Zeitung wieder hier reinschmeißen. Dieser Kreislauf immer hier. So. Ich stelle mir das irgendwann relativ anstrengend vor. Wenn wir dann noch viel mehr Maschinen haben und noch viel mehr Sachen, die wir machen können, dann sind wir, glaube ich, nur noch am Hin- und Herlaufen. Dies machen, das machen, jenes machen. Und jo, das wird, glaube ich, echt heftig. So. Hier jede Menge Gießen erstmal. Ja, alles Klärchen bei euch. Ich vergesse mal, dass ich jetzt ja noch weiter aufladen kann. Und vielleicht können wir mit der neuen Axt auch hier diese größeren Baumstämme endlich wegmachen. Das wäre, glaube ich, nicht schlecht. Und dann haben wir eigentlich alles bis auf die Hacke geupgradet. Und natürlich die Sense, aber die Sense, wer braucht schon die Sense, Alter? Das ist ja mal das Unnützeste, was es, glaube ich, gibt. So. Jetzt hier noch. Und hier. Kein Wascher mehr. So. Das, das, das. Und noch einmal hier. Na, Mieze. Ach, hier wächst auch schon wieder Gras. So, das können wir nochmal schnell verkaufen hier.
die Schnecke. Da tut immer noch dieses komische Tier bei mir oben auf dem Dachboden rum. Ich weiß nicht, was das da veranstaltet. Das macht gerade schon wieder richtig Randau. Randale. Hat sich gerade angehört, als wenn es irgendwo runtergefallen ist. Es poltert aber richtig heftig heute Nacht. Naja. Leider nie was gesehen, wenn wir oben waren. Also wir haben schon öfter mal oben geguckt, aber man merkt gar nichts davon. Und jetzt mitten in der Nacht da hochzuklettern auf den Dachboden ist natürlich auch recht mühselig. Und wer weiß, was es ist. Vielleicht ist es ja irgendein Dämon oder so, der uns dann angreift und auffrisst oder so. So. Es ist gleich 12 Uhr und wir sind immer noch nicht fertig mit Gießen. So. Habe ich Eisen? Ja, ich habe Eisen, ich habe die Hacke, ich habe Geld. Wir können mal den Hopfen noch wegpacken. Ich habe doch auch hier Hopfen drin, ne? Fällt mir gerade auf. Ja, das können wir auch mal zusammenpacken. Das ist nicht schlecht. Und auch das Mais können wir mal zusammenpacken. Das ist alles hier so ein totales Chaos. Ich glaube, Sonnenblumen sind auch da oben drin, ne? Ja. So. Der Mais. Das kann hier bleiben, das auch. Den Quarz müssen wir mitnehmen. Wir können auch mal die Angel mitnehmen. Und ansonsten war es das auch schon wieder. Gegossen habe ich alles. Hoffe ich doch. Sieht sehr danach aus. Cool. Dann können wir hier noch eine Wicke aufsammeln. Da drüben ist schon wieder eine Weintraube. Zwei Stück sogar. Das finde ich ganz cool, dass wir jetzt ab und zu zweimal was bekommen. Sogar zwei mit Sternchen. Okay, die bringen 100 Gold jeweils. Harvey, du wolltest doch hier Quatsch haben. War das gar nicht Harvey? Hä? Ach, verfeinerten Quarz. Okay, das ist dieses Zeug, was wir aus diesem Apparat bekommen. Na toll, jetzt habe ich dem irgendwas geschenkt. Das geht aber gar nicht. Ich bin doch nicht nett und schenk irgendwem jemanden was. Für gar nichts. Na toll. Das war dieses Zeug, was ich aus der Recyclingmaschine bekomme. So, ich hoffe, das Teil ist fertig. Hast du fertig? Ja, Stahlaxt. Ach, wie cool. So. Cool. Jetzt können wir erstmal natürlich die Geoden aufmachen. Das. So. Was ist das? Das sieht nett aus. Fluorapatit. Und Feuerquarz. Den haben wir, glaube ich, schon mal gehabt. Aber der ist, glaube ich, nicht wenig wert. Oh, Gold. 5 Goldbarren und 10.000, okay. Wir machen eine Stahlspitzhacke. So, nice. Dann können wir das jetzt noch eben im Museum spenden gehen. Vielleicht kriegen wir ja wieder ein Möbelstück dafür. Okay, die Feuerquarz haben wir noch nie abgegeben. Den hatte ich für das Buch verballert, glaube ich. Okay, reicht leider nicht aus, um was Neues zu bekommen. Aber wir haben relativ viel schon abgegeben bisher, muss ich sagen. Das sammelt sich auf jeden Fall. So viel fehlt, glaube ich, nicht mehr. Bin ich mal gespannt. So, wir angeln mal kurz. Ja. Hallo, schöne Frau. Eine CD. Ich finde das voll cool mit der Recyclingmaschine. Wir tun was Gutes für die Umwelt. Sammeln den Müll und machen damit noch Geld. Also mit Müll kann man echt Geld machen. Nicht nur im Spiel, sondern im echten Leben ja auch. Die ganzen alten Sachen, die weggeschmissen werden, die werden ja nicht umsonst eingesammelt und so. Gerade Elektroschrott und so, da wird ja noch richtig Kohle mitgemacht. Eine Regenbogenforelle. Okay. Die
Habe ich, glaube ich, länger schon nicht gefunden gehabt. Oder habe ich die jemals gefunden? Ich weiß gar nicht. So, cool. Da haben wir den Schatz bekommen. Und jetzt kriegen wir noch den Fisch. Hauptsache die Kinder. Ich weiß gar nicht, wo die gerade vorbeigelaufen sind. Da, die bleiben einfach stehen. Natürlich 10 Köder. Das hat sich jetzt nicht so gelohnt. So, und einmal angeln wir noch. Hallo, 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 Fischchen. Hier kommen echt viele Fische. Relativ wenig irgendein anderen Kram. Mein Gotteslachs. Ach cool. Und vor allem, jetzt bringen uns Fische ja noch mehr Geld. 25% mehr kriegen wir jetzt durch Fische. Und hier vorne sind auch noch zwei Sachen. Ach wie cool. Jetzt angeln wir hier nochmal. Hallo? Ich weiß gar nicht, ob es einen Unterschied macht, ob man direkt am Strand angelt oder vom Steg aus. Na, ah, da habe ich zu doll gedrückt gehabt in dem Moment. Da ist das oben gegen gehauen und wieder automatisch runtergekracht. Das war doof. Das hätte ich nicht verhauen dürfen. Also das war easy eigentlich. Ah, das war doof. Ah, das war ein Schatz. Den hätten wir locker bekommen können. Uah, was ist denn das für ein Fisch? Ah. Was kriegen wir jetzt hier für komische Fische? Das ist wieder so einer. Der springt gleich ganz schnell hoch. Oder? Nö. Ach, das ist wieder so eine Rotbarbe. Die ist voll easy zu bekommen. Aber alles andere... Das ist wieder eine Rotbarbe. Alles andere würde mich jetzt gerade verwundern. Ja, war klar. Das ist ebenfalls eine Rotbarbe. Ja, das ist relativ einfach zu erkennen. Das ist auch eine Rotbarbe. Oh, was ist denn hier los? Finde ich auch nochmal irgendwas anderes. Aber ich glaube, die bringt gar nicht so wenig. Müll! Wir haben den ersten Müll mal wieder gefunden. Seit Ewigkeiten. Mittlerweile sehe ich Müll eigentlich ganz gerne. Ich sehe gar nicht, wie viel Energie wir noch haben. 9. Okay, wir sollten es lieber lassen mit dem Angeln. Wir gucken lieber mal, was wir hier sonst noch so einsammeln können. Auch der spielt wieder im Sand. Wie süß. Hallo, hallo, hallo. Hier ist mal wieder Unglaubliches. Ein Dings. Eine Koralle. Ich muss auch immer noch gucken, was es mit diesem komischen Piraten auf sich hat, der hier bei Regen dann rumsteht. Der sagt ja immer noch, du bist nicht bereit dafür. Für was auch immer. Keine Ahnung. So, ja, jetzt sollten wir eigentlich noch schnell den verfeinerten Quarz holen und den Harvey bringen. Aber erstmal sammeln wir natürlich noch hier die Wicke auf. Inventar ist voll. Okay, das ist interessant. Was haben wir denn hier? Da kann ich nichts von wegschmeißen. Tut mir leid, Wicke. Du musst warten, bis wir nochmal wieder vorbeikommen. Obwohl, ne, dieses... Wir haben überhaupt keinen verfeinerten Quarz, glaube ich, gerade. Den müssten wir erst herstellen. Wir haben ja aber eine CD. Das müsste klappen. So, wir verkaufen jetzt aber erstmal ein bisschen was. Wir brauchen nämlich jede Menge Geld.
So, das können wir verkaufen. Die Dings. Wir haben 3 mit Sternchen gefunden. Ach du Heilige. Das können wir verkaufen. Das auch. Die können wir verkaufen. Und wir haben wieder ein bisschen was Eingelegtes bekommen. Mais eingelegt. Was ist das? Gelee. Melonengelee. Ach du Heilige. Mal gucken, was das bringt. Das muss ja richtig was bringen. Wenn eine Melone schon 250 bringt, dann bringt das bestimmt 400 oder so. Ich lege jetzt aber mal eben schnell 2 Blaubeeren ein. So, dann brauchen wir aber noch hier das Ei. Aber erstmal machen wir das. So. Und das Ei. Gegossen hatte ich alles, ne? Ja. Was wollte ich jetzt noch machen? Irgendwas wollte ich noch machen. Genau, hier gucken. Haben wir... Ach, Regenbogenforellen haben wir auch schon mal gefunden. Gotteslachs haben wir gar nicht hier drin. Können wir reinschmeißen. So, das haben wir noch. Habe ich noch... die Zwergenschriftrolle schmeißen wir mal hier mit rein. Kupfer können wir auch mal mit reinschmeißen. Fackeln auch. Eisenbarren auch. Dann können wir noch die Mayo verkaufen. Die Forellen und auch das hier. Und eigentlich könnten wir auch einfach mal ein bisschen aussortieren hier. So, was können wir denn verkaufen? Die können wir verkaufen. Wir verkaufen auch noch mal ein paar Melonen. Wir kriegen noch so viele Melonen. Die können wir fast alle verkaufen. Außer die Sternchen natürlich. Mais könnten wir auch mal ein bisschen verkaufen. Da kriegen wir auch noch so viel. Und das bringt halt Geld erstmal, ne? Und für Geld können wir uns wiederum was kaufen. So, das kann weg, das kann weg. So. Was haben wir hier vorne noch? Können wir da auch was verkaufen? Ein bisschen Tomaten. Na, Hopfen, der bringt ja nicht so viel. Ansonsten... Habe ich Radieschen jemals verkauft? Ich weiß es nicht. Verkaufen wir mal ein bisschen. Den Rest sollten wir, glaube ich, lassen. Peperoni haben wir so viele, ne? Da können wir mal ein paar Stück von verkaufen. Da haben wir auch so viele mit Sternchen. Die bringen, glaube ich, aber gar nicht so viel. Aber die können wir, glaube ich, jeden dritten Tag ernten. So, jetzt haben wir noch dieses komische Quatschzeug bekommen. Dann können wir gleich nochmal schnell hier den Müll reinschmeißen. Jetzt kommt noch wieder eine Fledermaus. Hä? Das hat sich sehr... Doch, da kommt irgendwo eine Fledermaus. So, jetzt müssen wir gucken. Ich glaube, wir finden den Harvey aber nicht mehr. Rechtzeitig. Harvey! Mr. Harvey, wo sind Sie? Der arbeitet ja hier oder der wohnt ja auch hier. Nö. Ist bei der Bahn auch was los? Ja. Aber kein HB mehr, ne? Nö. Ich weiß immer noch nicht, was man hiermit machen kann. Da ist irgendwas hinter versteckt. Und die beiden Spielautomaten und so. Richtig cool. Ja, das war's, glaube ich, mit dem Harvey. Wir können jetzt hier mal warten, 2 Stunden. Aber das bringt uns, glaube ich, nicht viel. So, ja. Heute Nacht sollten wir aber richtig viel Geld machen. Ich schätze mal so auf 3. Ich schätze mal eher auf 4.000. 4.000 sollten es locker werden. War hier nicht noch eine Edelwicke? Ich wollte gerade sagen, da bin ich dran vorbeigelaufen. Sogar eine mit Silbersternchen. Hier unten war ich schon ewig nicht mehr, ne? Also. Kommt da noch eine Fledermaus. Und wieder ein Schleim. Hallo? Was ist denn das für ein schneller Schleim? Lol.
Das war kein normaler Schleim, glaube ich. Die Zwergenschriftrolle 3 haben wir aber schon abgegeben. Ja, haben wir abgegeben. Können wir verkaufen. Bringt, glaube ich, aber nicht viel. Zweimal das. Einmal das. Und das können wir auch verkaufen. Und dann können wir noch schnell hier die Mayo verkaufen. Und eine neue reinschmeißen. Und dann haben wir ja noch hier eine Zeitung. Da kriegen wir echt gute Sachen durch langsam. So. Gut, ich glaube, das war's auch mit dem Aussortieren. Was haben wir hier noch an Fischen, was wir wegtun können? Eigentlich nicht viel, ne? Da ist jeder nur einmal drin. Außer die Regenbogenforelle mit Sternchen. Die kann eigentlich, glaube ich, weg. Kann ich das eigentlich sortieren irgendwo? Ich konnte das doch sortieren, ne? Ja, da. Das kann raus, das kann raus. Das kann nämlich beides hier rein. Hör, wieder so ein Durcheinander hier. Habe ich hier noch irgendwas, was ich verkaufen kann? Genau das. Die beiden Blaubeeren können wir mal verkaufen. Dann haben wir wieder Platz. Dafür kommt natürlich das und das da rein. Und, ja, hier habe ich nicht viel, was ich verkaufen kann, oder? Eine Edelwicke mit Sternchen, die brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Und hier können wir auch mal ein paar von verkaufen. Ich weiß gar nicht, ob das was bringt, wenn man was mit Silbersternchen in Marmeladenpott oder so schmeißt. Dann kriegt man wahrscheinlich auch Marmelade mit Silbersternchen raus. Würde ich jetzt mal tippen. Dann lassen wir das vielleicht erstmal doch mit dem Hopfen. So, und gehen dafür lieber ins Bett. Denn es reicht. Mal schauen, wie das Wetter morgen wird. Klar und sonnig. Ach, wie cool. So, wir gehen ins Bett. Mal gucken. 4000 habe ich jetzt mal getippt. Okay, es wird definitiv weit mehr als 8500. Okay, was hat so viel gebracht? Okay, na gut. Allein die Melonen haben halt schon 3000 gebracht. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Dann Mais eingelegt. Melonengelee bringt 550, das ist heftig. Mais selber bringt fast gar nichts. Okay. Der Mais eingelegt bringt ungefähr das Dreifache wie ein Mais selber. Also wir sollten wirklich fast nur noch einlegen. Das lohnt sich, glaube ich, viel, viel mehr. Mayonnaise. Gott. Wir sollten eigentlich nur noch einlegen. Ich sollte noch unbedingt ein paar Einlegpötte bauen. Ja, das bringt auch nur ein Gold. Rotbarbe, die bringen gut Geld. 116. Regenbogenforellen, 101 und 162 insgesamt. Ja, das lohnt sich doch schon. Ja, gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mit massenweise Geld. Ich habe keine Ahnung, was wir damit machen. Wir sollten unbedingt mal ein bisschen Holz sammeln. Dann können wir vielleicht endlich unser Haus upgraden. Das wäre, glaube ich, nicht das Schlechteste. Oder vielleicht unseren Rucksack upgraden. Das wäre auch nicht die schlechteste Idee. Aber ich glaube, erstmal ein bisschen Holz sammeln. Ich glaube, wir werden nächste Folge einfach mal Holz sammeln ohne Ende. Natürlich nach dem Gießen und so. Bis zum nächsten Mal und immer schön fruchtig bleiben. Ciao.